Nur weil ein Rechenzentrum von US-Anbietern in Deutschland, Österreich oder der Schweiz betrieben wird, heißt das nicht automatisch, dass die Kundendaten den europäischen Wirtschaftsraum nicht verlassen. Um im internationalen Wettbewerb nicht von den USA abgehängt zu werden, braucht der Wirtschaftsstandort Europa Cloud Computing Made in Europe. Europäische Unternehmen produzieren Software, betreiben eigene Rechenzentren und sichern die Datenhaltung in Europa. Das Potenzial beträgt bis zum Jahr 2020 2,5 Millionen neue Arbeitsplätze und auch eine jährliche Steigerung des Bruttoinlandsprodukts der EU in Höhe von 160 Milliarden Euro. Darüber hinaus brauchen wir einen europaweiten Ausbau der IT-Infrastruktur sowie Investitionen in Forschung und Entwicklung, um Innovationen zu schaffen. Wir brauchen United Clouds of Europe mit einheitlichen technologischen Spezifikationen und Standards für die Datensicherheit und die Service-Performance.